Aquarische des Alltags so weit wie möglich zurückgenommen hat, auf einen sehr elementaren, indem er seine Arbeit in die Nacht verlagert hat und so weiter. Haben wir es hier mit einem Leben zu tun, dem, dessen Protagonist den Tumult so weit wie möglich ausgetrieben hat? Das hat der leibhaftige Hans Blumenberg ganz sicher in den letzten 20, 25 Lebensjahren getan. Als junger Professor war der Mann anders verfasst. Da habe ich doch Berichte gehört, dass er den Studenten zugewandt sich verhalten hat, dass er auch ein bisschen die halbe Nacht mit den Burschen und Damen durchgefeiert hat, mit Likören etc. Das kam aber zu dem Zeitpunkt, in dem der Roman spielt, nicht mehr vor. 1982 war das längst vorbei und er hat tatsächlich zu dieser Nachtexistenz gefunden. Und da kann man dann schon sagen, es ist wirklich eine radikale Abkehr von allem, was die Tagesaufregung mit sich bringen könnte. Übrigens auch die Verpflichtungen des Tages, die hat er sehr, sehr weit von sich gewiesen und ist eigentlich nur noch der Vorlesungsverpflichtung nachgegangen. Ist eine Mehlis-Nonne tatsächlich begegnet, eine Mehlis-Nonne. Und das genau habe ich mir das, die Frage auch gestellt, der Melissengeist kommt da sehr schnell auf, ja. Und ich habe mal in dem Kloster Isenhagen, das ist aber ein evangelisches Damenstift, ja, ein sehr schönes, und da traf ich fotografisch abgelichtet auf eine Mehlis, ja. Und das war eine wunderbare Fotografie von so einer ganz kleinen, zierlichen Person mit einem irrsinnig guten Alterskopf. Ja. Und zwar ein Alterskopf von römischer Schärfe. Ja. Klein, alles zierlich, aber mit einer Wildheit des Ausdrucks und einer Bestimmtheit. Also man träumte von so alt werden zu dürfen, ja. Also mit einem solchen Kopf. Und da war aber der Melissengeist dann nicht sehr nahe in dieser Fotografie. Aber ich habe, sagen wir mal, es war die Anregung für diese Fotografie.